Servus, hallo und willkommen zurück zu Chaos of Deponia, Part 2. Im letzten Part haben wir von Doc, das ist der Kollege hier, versucht, einen Hammer auszuleihen und sind hier jetzt an einer sehr, sehr interessanten Apparatur. Der Plan ist natürlich nied- und nagelfest. Die Frage ist halt einfach nur, werden wir ihm die Finger abhacken und werden wir das überleben? Ich meine, offensichtlicherweise schon. Das Intro hat es ja gezeigt. Aber was genau soll ich jetzt... Soll ich da einfach auf den Blasebalg treten? Komm, ich probiere das jetzt einfach mal. Der Korken steckt und ist pingeligst ausgerichtet. Also pingeligst mal Daumen. Natürlich. Komm, tritt drauf. Schau gut hin. Rufus, nein. Doc! Oh oh, Doc, das ist kein guter Platz für ein Nickerchen. Der Bunsenbrenner könnte jeden Augenblick das Wasser in der Vase zerkochen. Und wenn die Waagschale nach oben geht, löst sie die Guillotine aus. Die Zündschnur brennt auch schon. Doc, hörst du denn nicht? Aufwachen! So ein Mist! Doc retten oder nach Elysium? Doc retten oder nach Elysium? Verdammt, was mache ich nur, was mache ich nur, was mache ich nur? Die Frage ist, was machen wir nur? Also, wir sollen hier also den Bunsenbrenner, die Vase und... Was war das dritte? Die Zündschnur, oder? Lass mal sehen. Können wir das Messer nehmen? Ich glaube, ich komme ran. Da habe ich mich wohl verschätzt. Muss am Wind liegen. Rufus, was haben wir hier noch? Feuerwerkskörper, aber den können wir nicht aufnehmen. Die Feuerwerkskörper zünden, sobald das Sägeblatt in der Luft ist. Dann erzeugen sie genug Spin, um mich direkt nach Elysium zu katapultieren. Ab der Hälfte begleiten mich sogar Adler, wenn meine Skizze stimmt. Tja, wir müssen uns erstmal aus dieser Lage hier befreien. Wenn ich nochmal auf den Blasebalg trete, was genau passiert dann? Das Gas geht darüber und explodiert, oder? Das Gas aus der Flasche wird Richtung Flamme gepustet. Leider reicht es nicht, um das Gas zu entzünden. Zu schade. Das gäbe einen tollen Budenzauber. Ja. Was haben wir hier denn noch eigentlich? Lass mal sehen. Elysium, ja gut. Ich versuche mir gerade so... Was ist denn das? Ein Pfannenstiel. Den kann ich doch nehmen. Und hepp! Zirkusreif wie immer. Geht doch. So, jetzt ist die Frage, was genau schneiden wir? Das Seil ist ja nichts, was ich, ne? Und überhaupt. Auf dem Blasebalg? Sehr clever. Ich löse das Problem einfach im Ausschlussverfahren. Doc wird stolz auf mich sein, wenn er nicht in den nächsten Sekunden geköpft wird. Ja, okay, gut, das ist also Nonsens. Den Feuerwerkskörper abschneiden? Vielleicht kann ich ein bisschen Schwarzpulver daraus kratzen. Das sollte die Flugeigenschaften des Sägeblatts ja nicht weiter beeinträchtigen, oder? Das kitzelt. Okay, so, wir machen das nochmal mit dem Pfannenstiel. Mit dem richtigen Schwung könnte ich das Schwarzpulver in den Lufteinzug des Blasebalgs katapultieren. Genau das hatte ich vorgerufen. Easy und vollkommen realistisch. Wenn das Schwarzpulver die Flamme erreicht, könnte sie das Gas entzünden. Und dann gibt's bestimmt eine interessante Kettenreaktion, deren Ausgang sich schwer vorhersehen lässt. Worauf warte ich noch? Wuhu, es hat geklappt! Ich habe Doc gerettet! Rufus? Rufus? Was denn? Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Wie kommst du hierher? Ich verstehe es nicht. Da gibt's auch nichts zu verstehen. Die ganze Geschichte ist von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Und da wir hier von Rufus sprechen, hauptsächlich erstunken. Cletus? Natürlich Cletus. Warum so überrascht? Ich bin nicht derjenige, der hier uneingeladen hereingeplatzt ist.
Ich bin hier, um meinen Planeten zu retten. Gut gemacht, Dämlack. Goal und ich waren uns einig. Es stimmt, dass ich dem Ältestenrat die Existenz der Deponianer verheimlichen wollte, damit Deponia gesprengt werden kann. Aber Goal hat mich überzeugt, die Wahrheit zu sagen. Wir waren kurz davor, Deponia zu retten. Das Notboot sollte uns nach Elysium bringen. Nun ist es fast zerstört. Wir werden es nicht nach Elysium schaffen. Und der Ältestenrat wird niemals von den Deponianern erfahren. Bravo, Rufus. Das war hochbegabt. Hör nicht auf ihn, Goal. Der lügt wie gedruckt. Ich weiß nicht. Seine Version klingt irgendwie plausibel. Er hat dich schon einmal angelogen. Die Goal, die ich kenne, hätte ihm das niemals durchgehen lassen. Du kennst eben nur einen Teil von Goal. Die idealistische, naive Goal. Ich kenne vor allem die kämpferische Goal, die für ihre Überzeugung einsteht. Es gibt aber noch einen dritten Teil. Und dieser Teil ist auf meiner Seite. Nicht wahr, Goal? Es gibt keinen dritten Teil. Sag es ihm, Goal. Ich weiß es nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Natürlich nicht. Bei der brillanten Aktion dieses Flo-Sachs wurde dein Hirnimplantat beschädigt, was ja langsam zur lieben Gewohnheit wird. Ich bring das wieder in Ordnung. Jetzt kapier es doch endlich. Du wirst hier nicht gebraucht. Wenn du Goal wirklich helfen willst, dann spring ab. Wir sind direkt über dem Meer. Mit etwas Glück überlebst du den Sturz sogar. Nein. Nein, das ist nicht richtig. Na komm. Tu das, was für Goal das Beste ist. Okay, also ich muss zuerst mal sagen, die Zwischensequenzen sind wirklich um einiges geiler. Was haben wir hier alles? Wir haben hier einen Eject-Knopf. Wofür gilt der aber? Das ist ja irgendwie für das Boot, ne? Plakette. Ich dachte eigentlich, das ist mehr so ein... Nee, ich habe das falsch gesehen. Ich dachte, das ist so ein Fallschirm oder so ein Schlauchboot oder irgendwie sowas. Okay, können wir die Plakette mitnehmen? Das sieht aus wie ein Schleudersitz. Nanu, da ist ja noch Staub auf der Plakette. Ein Schrumpfstrahler. Hehe, das ist ja sogar besser als ein Schleudersitz. Genau, Schleudersitz, sage ich doch. Warte, da ist noch mehr Staub. Krass. Ein Bär. Das gefällt mir bisher am besten. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir drücken auf den Eject-Knopf. Ich bin das Beste für Goal. Nein! Halt! Warum passiert denn da gar nichts? Kann es sein, dass... Oh-oh. Nein! Goal! Du Idiot! Goal! Nein, 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 nein! Du verdammter Idiot! Cletus, hilf mir! Warte! Geh nicht weg! Ich hol dich! Irgendwie! Siehst du es jetzt? Siehst du, was du für einen Schaden anrichtest? Cletus! Keine Panik! Ich mach das! Warum tue ich der Welt eigentlich nicht den Gefallen, dich umzubringen? Ich komme, Goal! Halte durch! Hey! Wo willst du hin? Ich hab dich gleich! Pass auf! Das Seil kann jeden Moment reißen! Ah, da bist du! Denkst du etwa, du kannst hier einfach abhauen? Sag Tschüss, Rufus! Cletus! Nein! Cletus! Ich kann es immer noch nicht glauben, dass er es tatsächlich getan hat. Mach dir mal keine Sorgen. Er ist wie ein Wombat. Er fällt oft, aber er landet immer wieder auf allen, anderen. Ich weiß. Was ist das für ein Geräusch? Was zum... Goal? Red kein Unsinn. Wenn das Goal war, dann käme am Ende ja noch... Rufus. Rufus. Aua. Es ist alles bereit für die Sprengung, Herr Amtmann. Zur Kenntnis genommen, Sprengwart. Ist noch was? Gibt es keine neuen Anordnungen? Wir könnten jetzt die Zündsequenz einstellen. Ihr Eifer in allen Ehren, aber das hier ist nicht das Gründonnerstagsmanöver.
Es geht darum, das gesamte Gebiet um das Rostrote Meer zu vernichten, Herrgott. Noch vor der eigentlichen Planetensprengung. Ich verstehe, Herr Amtmann. Unterbrechen Sie mich nicht. Ich weiß selbst, was hier auf dem Spiel steht. Denken Sie etwa, ich wäre mir der Tragweite nicht bewusst? Es stimmt. Inspektor Cletus hat Elysium noch nicht erreicht. Wir können nur raten, was ihn aufgehalten hat. Aber solange noch immer Hoffnung besteht, dass er seinen Auftrag erfüllt, besteht kein Grund zur Sorge. Und solange möchte ich auch nichts von irgendwelchen Zündsequenzen hören. Haben Sie das verstanden? Ja, Herr Amtmann. Cletus wird es schaffen. Er wird den Ältestenrat davon überzeugen, dass es kein Leben auf Deponia gibt. Und wenn nicht, werden wir eben dafür sorgen, dass der Planet unbewohnt ist. Weggetreten. Ich habe zu viele eigene Sorgen, um mich auch noch mit Ihren moralischen Zweifeln auseinanderzusetzen. Also raus! Raus, habe ich gesagt! Ja, Sir. Wo zum Kehricht steckt dieser Cletus? Nur die besten Legenden starten mit brennenden, durchtrunkenen Notbootwänden. Was in der Tat Coles Implantat fast zerstört und ihr die Heimkehr verwehrt hat, aber auch Voraussetzung war für das bevorstehende, wenn mal ehrlich, das Ende des ersten Teils hatte eh niemandem gefallen. Und so gibt's als Konsequenz letzten Endes noch eine weitere Chance auf Happy Ends. So richtig mit Dancen und Saufen und allem. Und damit saufen und allem. Autschi. Ich glaube, ich muss meinen Chiropraktiker feuern. Doc? Oh, wir haben angelegt. Aber wo sind die denn alle? Ah, ein Zettel von Bozo, dem alten Piraten. Guten Morgen, Schlafmütze. Doc hat Goal in seine Praxis gebracht. Endlich denkt mal einer mit. Es schien ihr nicht gut zu gehen. Blut aus den Ohren. Auf Krankenhäuser. Wenn du mich suchst, ich bin in der Spelunke. Spelunke? Das klingt nicht übel. Ah, da steht noch was. Vergiss nicht, bei Doc vorbeizuschauen. Er braucht deine Hilfe. Warum kommt nie jemand ohne mich aus? Das ist allerdings eine gute Frage. Mal davon abgesehen, dass es jetzt mehr Zwischensequenzen gibt, offensichtlicherweise, sind diese auch länger. Okay, daran werden wir uns auch gewöhnen müssen. Ich bin gespannt, ob das ganze Spiel so überbleibt und hier scheint es eigentlich gar nichts mehr zu geben. Bis auf dieses Radar. Der schwimmende Schwarzmarkt liegt mitten im rostroten Meer, weit weg von den Kreuzertrassen des Organon. Gut so. Okay, vielleicht wird das ja später noch relevant. Auf zu neuen Bildern. Wow. Hübsch. Es geht doch nichts über frische Seeluft. Der Geruch von Abenteuer, Freiheit, der toxischen Chemikalien. Und? Tonis Mutter. Psst, du verscheuchst die Fische. Fauler Fisch. Na dran. Aber dieser Eingeborene bietet eine willkommene Gelegenheit, mein kosmopolitisches Geschick und meine polyglotten Skills anzuwenden. Ich, Rufus, wo ich finden Doc sein Labor? Redest du mit mir, du Affe? Für Leute wie dich haben wir Stadtpläne aufgestellt. Du meinst durchreisende Helden? Ich meine Leute, mit denen wir nicht sprechen wollen. Nur zur Information. Ich verfüge über einen hervorragenden Orientierungssinn. Deine dämlichen Stadtpläne brauche ich nicht. Und warum schaust du ihn trotzdem an? Tu ich nicht. Ich werfe ihm einen verächtlichen Blick zu.
Docs Praxis ist im Industriegebiet. Aber wo ist die Spelunke? Ah, egal, dann gehe ich wohl erstmal Doc besuchen. Okay, das ist das Industriegebiet offensichtlicherweise. Wir können da wohl irgendwie so per Schnellreisesystem hin und her. Das finde ich wiederum cool. Also man hat sich ja hier irgendwie weiterentwickelt. Finde ich nice. Also die Spelunke, das wäre doch irgendwie... Das sieht doch irgendwie so aus wie so ein Tisch und zwei Köpfe. Könnte doch irgendwie... Und das sieht irgendwie aus wie eine zugeschnappte Bärenfalle mit Heiligenschein. Keine Ahnung. Das wiederum sieht aus wie so ein Zylinder, ein Messer und Luftballons. Vielleicht ist da ein Zirkus. Ich weiß es nicht. Ich würde mich aber gern erst noch. Ich kann mich auch später noch in der Stadt umgucken. Genau. Erst einmal muss ich Doc helfen, Goal wieder auf Vordermann zu bringen. Wäre ja noch schöner, wenn der alte Zausel den ganzen Ruhm alleine einheimst. Okay, so viel zum Thema. Er lässt mich nicht. So, da sind wir. Das Industriegebiet. Das Logo ist schon mal cool. Was ist das denn? Ich versuche mich erstmal ein bisschen umzusehen, so was ich für Möglichkeiten habe. Ich habe hier eine Tür. Ich habe hier eine Airbag-Kiste. Ich habe hier einen Ofen. Ich kann rauf. Ich kann hier. Ich kann dahin. Geh mal erstmal. Ich kann mich auch später noch in der Stadt umgucken. Erst einmal muss ich Doc helfen, Goal wieder auf Vordermann zu bringen. Wäre ja noch schöner, wenn der alte Zausel den ganzen Ruhm alleine einheimst. Okay, offensichtlicherweise muss, und ich wiederhole, ich muss zum Doc. Boah, was ist denn das? Was ist denn das? Ich will's haben. Das ist ein, hier, Schnabeltier. Alter. Okay. Krieg ich nicht. Ja, lass mal sehen, wo ist denn dann der Eingang hier? Da ist das Nest, Karte, offen. Ei im Schornstein. Kann ich das trotzdem mitnehmen? Oder sagt er wieder, ich muss aber Goal retten? Goal ist groß genug. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Das ist ein guter Vorsatz. So, da geht's. Was ist denn das? Ein Clever Bite. Okay. Wo genau Doc sich versteckt hält und ob wir an diesem Clever Bite ohne weiteres vorbeikommen, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann!